So, lieber Erik, letztens haben wir uns über das Mini-Head-Up-Display unterhalten. Wir haben weiterhin die ehrenvolle Aufgabe, unseren Zuschauern ein bisschen bei Laune zu halten, würde ich es mal so sagen, oder? Ich denke schon. Was wollen wir denn heute machen? Heute, liebe Annette, greife ich in meine rechte Hosentasche und abracadabra, hier haben wir ein Smartphone. Was könnten wir denn damit anstellen? Die Mini-App vorstellen, oder? Ganz genau. Und dazu nehmen wir euch heute mal mit, um euch diese mal genauer vorzustellen. So, Erik, wie du siehst, ist ja noch nichts von einer Mini-App zu sehen. Kannst du mich dabei unterstützen? Wo finde ich die Mini-App und wie lade ich sie mir runter? Nichts einfacher als das. Wie auf jedem Smartphone, ob nun Android oder iOS-Betriebssystem, hast du den Zugang zum App Store. Gibst hier kurzerhand Mini-App ein, lädst dir die Mini-App herunter und hast Zugang zur Mini-App. Super. Dann habe ich sozusagen diese App auf meinem Telefon. Ganz genau. Und jetzt, wie geht's weiter? Wir unternehmen kurzerhand eine einmalige Registrierung. Du verknüpfst dann über die Eingabe der Fahrgestellnummer deines Fahrzeuges die Mini-App mit deinem Fahrzeug und damit ist die Anmeldung bereits abgeschlossen. Was kann ich alles Tolles damit tun? Wir nehmen mal das Beispiel an. Du sitzt zu Hause, bequem auf deiner Couch, wählst die Mini-App. Ja. Somit bekommst du Informationen zu deinem Fahrzeugzustand, welchen Servicebedarf, wann droht der nächste Service oder du willst einfach nur wissen, wo sich dein Fahrzeug befindet. Per Tastendruck weißt du es. Super, das ist ja cool. Eine Frage habe ich, weil das wäre für mich ganz wichtig. Sieht man da auch den Tankinhalt zufälligerweise? Selbstverständlich. Echt? Das ist gut. Erik, vielen lieben Dank für die tollen Erläuterungen. Ich bin im Bilde, aber eines fällt mir noch ein. Wie sieht es aus mit den Elektrofahrzeugen? Du greifst mir ein ganz wichtiges Thema vorweg, Stichwort Elektromobilität. Auch hier haben wir die Chance, über die Mini-App leichten Zugang zu dem Fahrzeug zu erhalten, sei es deine elektrische Reichweite oder was die Menschen bewegt, wo befindet sich meine nächste Ladesäule. Alles kein Problem über die Mini-App. Wir haben darüber hinaus noch Zugang zur Mini-Charging-App, sodass du bequem mit deinem Handy heraus an der Ladesäule dein Fahrzeug laden kannst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht. Erik, ging es dir auch so? Selbstverständlich, liebe Annette. Ich hoffe am Ende des Tages euch auch. Habt ihr Fragen zum Thema oder wünscht euch andere Videos, so schreibt es einfach in die Kommentare.